Leute sagen immer, um ein glückliches Leben zu haben, braucht man ein Ziel im Leben. Und man sollte sich immer nur die höchsten Ziele setzen. Nichts drunter. Nur dann wirst du ein glückliches Leben führen. Ich habe mir da mal meine Gedanken drüber gemacht. Also, was will jeder Mensch? Mit Mensch meine ich ein Typ wie ich. Jeder Typ wie ich will der beste Fußballer der Welt werden. Und ich werde mein Leben lang trainieren, um dieses Ziel zu erreichen. Warum wollen so viele Leute die Besten werden? Die klassischen Antworten sind, um endlich respektiert zu werden, dass die Leute zu mir aufschauen und mich bewundern und mir auf die Schulter klopfen. Und dabei vergessen sie, man wird von verdammt vielen bewundert und auf die Schulter geklopft. Und zwar nicht nur von denen, die man mag, sondern auch von denen, die man nicht mag. Das heißt, egal wo ihr seid, egal wo ihr hingeht, überall werden alle zu dir herkommen und sagen, oh, du bist voll cool, ich finde dich super. Obdachlose, zahnlose Penner kommen zu dir her und sagen, ich will so sein wie du und umarmen dich und geben dir einen Zungenkuss mit ihrem verfaulten Mund. Jeden Tag, 24 Stunden täglich. Macht das glücklich? Naja, den einen oder anderen mag das glücklich machen, mich nicht. Und vor allem, was bedeutet der beste Fußballer der Welt sein? Sagen wir mal Weltfußballer des Jahres werden, was ja nur einer sein kann pro Jahr. Und wenn wir die letzten 15 Jahre so nehmen, ist es entweder Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Das heißt, die beiden, der eine 7, der andere 5 Weltfußballertitel, müssen die glücklichsten Menschen auf der Welt sein. Da habt ihr die Antwort. Ihr müsst nur Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi sein. Das heißt, wenn ihr nicht die Nummer 1 seid, der Weltfußballer, sondern nur der zweite, der drittbeste Fußballer der Welt, dann ist das Leben scheiße. Oh, ich habe nicht hart genug trainiert. Ich bin nicht der Beste. Und dann bringt ihr euch um, wie Robin Williams. Oder setzt euch eine Tablettenüberdosis wie Elvis Presley. Warum verrecken immer die Superstars? Gut, andere sagen, ich will der Beste sein. Ich will die höchsten Ziele haben. Weil wenn ich es erreiche, stehen alle Frauen auf mich. Und dann hast du wieder das gleiche Problem. Wie mit dem obdachlosen Penner. Dann stehen alle Frauen auf dich. Auch die zahnlosen, obdachlosen Penner-Frauen. Gut, aber mit denen musst du ja nicht vögeln. Aber sagen wir, du hast dann die perfekte Frau und du sagst, yeah, ich will nur die beste Frau. Beste Frau. Dann hast du eine Frau, die mit dir zusammen ist, weil du der Beste bist. Und sobald du aufhörst, der Beste zu sein, denkt sie sich, boah, was für ein scheiß Loser habe ich geheiratet. Alter, ich will nicht die Nummer 2 haben oder die Nummer 5 oder die Nummer 70. Ich wollte die Nummer 1. Und dann verlässt sie dich und du bist wieder allein. Oder sie verlässt dich nicht und denkt sich, meinetwegen, dann bleibe ich halt mit dir zusammen und macht dir das Leben zur Hölle und schwingt jeden Tag ihr Nudelholz und verprügelt dich damit. Und dann wehrst du dich einmal und brichst dir das Genick und landest dann im Knast, wo du jeden Tag in den Arsch gefickt wirst von deinen Mithäftlingen und vom Bundesstaatsanwalt und von den Richtern des obersten Gerichtshofs. Jeden Tag macht das glücklich. Den einen oder anderen macht das bestimmt glücklich, aber mich nicht. Und zu guter Letzt gibt es die ganz Bescheidenen unter uns, die sagen, ja, okay, ich will mir hohe Ziele setzen, ich muss nicht der Beste sein, es genügt mir, wenn ich nur so viel Geld angehäuft habe, dass ich nie wieder arbeiten muss. Okay, dann erreichst du dieses Ziel, was machst du dann? Dann gehst du mit deinen Kumpels in die Bar, hängst mit denen ab und denkst dir, oh, ihr müsst morgen alle in die Arbeit, aber ich nicht. Und das Gespräch unter denen läuft dann so, Alter, wie war es bei dir in der Arbeit? Ja, voll scheiße. Oh, bei mir auch. Ja, gestern ist jemandem irgendwie das Auto auf den Kopf gefallen, der ist jetzt tot. Oh, und ich muss 50 Überstunden machen und das auch noch täglich. Und die verstehen sich untereinander. Und die blicken dann auf dich herab, weil sie sagen, du kannst ja überhaupt nicht mitreden, du Schnösel, du Snob. Verschwinde von uns. Und dann hast du keine Freunde mehr und aus deiner Bar wirst du rausgeschmissen. Und wenn du nicht rausgeschmissen wirst, dann bist du allein in dieser Bar und trinkst einen Wodka nach dem anderen und stirbst dann, weil du die Seele aus dem Leib gekotzt hast mit 21 Jahren. Macht das glücklich? Das geht ja noch weiter. Wenn du das Ganze überlebst, dann findest du andere Freunde, die irgendwie mit dir mehr Gemeinsamkeiten haben. Das heißt, du wirst dann nur noch mit anderen Snobs abhängen. In einer Snob-Bar, wo ein Wodka 100 Euro kostet. Und dann trinkst du dann 100 Euro Wodka und die Gespräche sind dann so. Oh, ich habe mir eine Rolex gekauft. Oh, das ist ja aber sehr schön. Ich habe mir einen Rolls-Royce gekauft. Und du denkst dir nur, oh, super, ich habe zwar genug Geld, um nie wieder arbeiten zu müssen, aber ich kann mir auch nicht so viel leisten. Und die anderen, die schauen dann auf dich herab und sagen, oh, du bist wirklich nicht so snobbisch wie wir.
alle Snobs haben einen französischen Akzent. Das ist so ein Snob-Ding. Das ist unglaublich. Oh, du bist ein Plebeer, ein Pöbel. Und dann hast du auch da keine Freunde, weil wenn du mit denen mithalten willst, musst du dann wieder doch arbeiten und dann arbeitest du doch wieder. Soll heißen, egal wie hoch eure Ziele sind, auch wenn ihr sie erreicht, am Ende habt ihr die Scheiße am Haken. Naja, jetzt fragt euch wahrscheinlich, oh, du super kluger Mensch, was ist dann das richtige Ziel? Was ist dann ein glückliches Leben? Ganz einfach, ich zitiere hier einen Satz von Buddha aus der 5. Sure der Upanishaden, aus dem Gilgamesch-Epos. Darin sagt Buddha zu Jesus, Alter, scheiß doch drauf, was du machst. Das Wichtigste ist, dass der Scheiß Bock macht. Weil wenn er Bock macht, ist es egal, ob du da was erreichst oder nicht. Weil auch wenn du gar nichts erreichst und voll ablust, hat es am Ende fett Bock gemacht. Also macht einfach Sachen, die euch Bock machen. Das ist alles. Und da ihr jetzt bessere Menschen geworden seid, gern geschehen. Das ist